Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und die wunderbaren Abtrünnigen sind gerade vor Ort und wollen uns ein bisschen piesacken. Das Problem sind diese hübschen Burschen da. Die anderen sind kein Problem. Ah, die da. Also wir bräuchten definitiv Kavallerie. Es würden zwei sogar reichen. Ja, aber okay. Wir versuchen es jetzt mal ohne. Wo kann ich landen? Da kann ich landen. Okay, die kommen von da. Ach, das sind zwei. Okay. Ich muss halt irgendwie versuchen, die zu schnappen. Also an sich könnte ich die wirklich am Strand abfangen. Das Problem sind nur seine Katapulte, also seine Artillerie. Das heißt, ich muss warten, bis die... Ja. Bis die quasi hier sind. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Die Überlegung ist auch. Warte mal. Die Überlegung ist, hier hinzugehen. Und versuchen den Gegner hier reinzuziehen und dann mit einer Einheit jeweils so entgegenzukommen und mit der anderen versuchen irgendwie von hinten oder vielleicht so gegen die Fernkämpfer zu zu kämpfen. So, die Frage ist, ob er seine ganzen... Ah, ich muss niesen. Entschuldigung. Seine ganzen Artillerieschiffe wird er wahrscheinlich jetzt wirklich aufgeben. Okay, dann... Frage ist ja, was jetzt am klügsten ist, ob ich warte, bis alle da sind. Ich glaube ja. Ich glaube, ich warte, bis alle da sind. Weil sonst, wenn ich die Vorhut, sage ich mal, umkreise, dann werden die mich ja dann auch von hinten einkreisen. Gerade ist es ein bisschen blöd, die kommen jetzt zu nahe hierher. Wieso bekomme ich jetzt Allergie? Ein bisschen ärgerlich. Hier kommt die Verstärkung. Okay.
Ich könnte ja mal. Oh, ich brauche eine neue Maus. Das ist echt ärgerlich. Ich versuche jetzt mal außen rum zu gehen. Weil die machen eigentlich schon. Warte, nee, noch nicht, noch nicht. Die machen das gerade ziemlich gut. Ach, das ist ein Schwertträger, schade. Warte, ich gehe mal mit denen hier rein. Unser General wird angegriffen. Weil die haben ja schon. Wir haben ja kein Problem hier. Der da geht mit. Die Steinschleuderer haben alles in der Hand. So, ich teile mal auf. Dann gehe ich jetzt mal offensiv rein. Das muss ich ja. Und sonst habe ich keine Chance. Okay, hier, das ist lustig. Da, der da weg, der da hin. Der da hin. Der da hin. Okay. Kommt gerade ins bisschen ins Kreuzfeuer. Das wird auch schon irgendwie passen. Gut, die lasse ich dann wahrscheinlich in Ruhe. Hier, der geht einfach weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Hier bitte. Hier bitte. Der bangt ja immer noch nicht. Okay, der geht gegen die. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay. Der hat schon keine Munition mehr. Das ist ja ärgerlich. Die sind auch geflohen. Und was machen die eigentlich da? Die machen eigentlich gar nichts. Okay, mit denen muss ich weg. Das ist ein schändlicher Angriff. Er läuft hier hin. Versuch mal ein bisschen noch zu machen. Irgendwas zu machen.
natürlich ärgerlich hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, dann springen wir mal vor. Hatte die einzige gefährliche hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt ist halt die Frage, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann, ne? Also so viel Munition habe ich hier auch nicht mehr. Oh, warte mal. Meine Schwerträger sind noch fertig. Sind noch heile. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann gehe ich mal mit denen wieder zurück. So. Genau, und dann erwarte ich sie. So, der ist noch voll. Der ist. Also, an sich die Hopliten. Sind die gefährlichen. Zurück, damit der schön von der Seite angreifen kann. So. Ups, Entschuldigung. Ah, was ist denn los? Okay, das läuft gerade sehr gut. Bis auf meine Nase. Oh Gott, was ist denn los? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Verdammt! Das wäre auch viel zu gut gewesen. Ich muss jetzt schauen, dass ich die irgendwie ablenke. Die dürfen mich hier nicht in den Rücken fallen. Wenn ich noch ein bisschen mehr Munition hätte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das wäre gut gewesen. Das ist ein schändlicher Anblick. Na gut.
Ah, so close, so close. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Na gut. Ah, schade, schade. Dann muss ich da dann halt wieder erobern. Diesen. Ja. Das mit den Inseln ist halt ja immer blöd, wenn der Gegner dann eine Insel eben besitzt. Das ist immer ein bisschen in Anführungsstrichen problematischer, als wenn es einfach auf dem Land ist. Ah. Wieso versuchst du es eigentlich noch? Wieso bekommt er eigentlich Level Up? Der hat es verloren, aber okay. Sezession, schon wieder. Hieß es nicht, dass die Sezession irgendwie. Das war doch. Das war doch nur 6% oder so. Was für ein Schmarrn. Chu-chu. Vor allem das da nervig. Das nervt mich extrem, dass jetzt der. Okay, der muss zurück. Das nervt mich extrem, dass der Agent jetzt da ist. Ja, komm, machen wir. Gewaltmarsch ist in Ordnung. Ja, dann greift er hier nicht an. Es sei denn, er ist dumm. Ah, das ist ja jetzt sehr ärgerlich. Ich hab die. Ah, der ist jetzt hier angekommen. Genau da, wo er ankommt, oder da, wenn er ankommt, kommt dann die Sezession. Wunderbar. Ja, dann pushe ich hier mal das Ganze, damit ich die besten Updates bekomme. So, dann muss ich mal kurz überlegen. Wo sind. Hier sind noch welche abtrünnig und zwar eine große Menge. Aber hier kommt er nicht rein. Das schafft er nicht. Okay, hier habe ich. Also die Armee passt hier. Nee, warte. Dann machen wir das und das. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Schon mal kurz. Die hat hier gescoutet, das ist in Ordnung. Dann gehst du mal hier zurück. Die ist hier. Einfach mal Attentat. Nee, kannst du ja noch nicht. Dann du. Willkommenes Scheitern, ja, okay. So willkommen ist es dann doch nicht. Auch gegen Rom. Wird
Auch Schalter mal in der war halt, der ist halt so ein Wursttier. Okay, er gibt einen. Der gehört zu mir. Dann bekommt er eine Tradition. Zerstörer, Seesoldaten, Nahkampfangriff. Machen wir mal Nahkampfangriff, weil falls die. Falls die eben. Philosoph. Falls sie eben in Nahkampf geraten, dass sie nicht so leicht sterben. Genau, da war auch was. Das ist gerade ein bisschen. Mal schauen. Das ist gerade ein bisschen verwirrend hier. Oh, warte mal. Das ist ja ein Abtrünniger jetzt. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ich weil ich bei der Massilia-Kampagne genauso weit bin, beziehungsweise nicht genauso weit, aber ich bin auch gerade in Spanien und da ist ein bisschen seltsam das Ganze zu, also, ja, so die Parallelen gerade. Und dann muss ich halt schauen, so, was habe ich hier gemacht, was habe ich da gemacht. Gut, dann war es das. Dann würde ich sagen, wir schauen das nächste Mal wieder hier rein, also nächste Folge. Und dann werden wir auf jeden Fall versuchen, werden wir auf jeden Fall versuchen, die Abtrünnigen zu bashen und hier das endlich zu befrieden. Und Nervia sind auch ziemlich groß. Und dann gehen wir Richtung Osten. Genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, schaut mal beim Stream vorbei. Montag und Donnerstag ab 15 Uhr. Bye, bye.